Strafen wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Also mach dir keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen. Frau Steiner wollte sich versöhnen. Doch Tatjana ließ sie immer wieder abblitzen. Ich will mit Ihnen überhaupt nichts zu tun haben. Aber dann sag mir doch bitte, wie du das vorstellst mit uns. Du meinst wirklich, Kim kann bei dir wohnen? Ja, ein Versuch wär's doch wert. Pasulka hatte einen Entschluss gefasst. Und er gab sich viel Mühe, um der neuen Einsteinerin Kim ein schönes Zuhause zu schaffen. Na dann. Nein, nein, du störst mich. Seid ihr gut angekommen? Kim kommt alleine, direkt hierher. Mit welchem Zug denn? 20.12 Uhr. Ja, ich werde die Kleine hüten wie mein Augapfel, ja. Ja, ich sag Bescheid, sobald sie da ist. Ja, tschüss. So, auf ein neues. Ich hab so Mäuse melken. Komme! Hallo. Störe ich? Ja. Ach so, nein. Nein. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du heute Abend für mich die Aufsicht übernehmen könntest. Eine Freundin hat Konzertkarten für den Dom. Das dauert auch nur eine Stunde. Und also zur Nachtruhe wäre ich wieder da. Ja, alles klar, wird mit erledigt. Sie hat mich doch nicht deinem Kulturgenuss in den Weg stellen. Du bist ein Schatz, Heinz, danke. Ich weiß. Viel Spaß. Danke. Gibt's noch nicht. Ausgerechnet auf Level 4, wo ich endlich durch war. Keine Panik, keine Panik. So ein Stromausfall. Wo hab ich denn meine Taschen rein? Mist. Na toll. Und was machen wir jetzt? Party time. Ja. Genau. Akta? Warst du das? Ich hab noch gar nichts gemacht. Warum gehst du nicht ran? Ist nicht für mich. Aber erschreckt. Naja, besser als bei Tageslicht. Psst, sonst kommt die Bräuning. Ist weg. Domkonzert. Hiermit erkläre ich die Pulverhalle zum Dancefloor. Ey, warte mal. Magda, wo bleibst du denn? Was mit deiner Taschenlampe? Die Batterien sind mir ausgefallen. Na komm. Hat jemand an Musik gedacht? Na wie denn? Ohne Strom? Habt ihr einen Rekorder mit Batterien oder sowas? Hä? Noch eine neue? Ich dachte, das Internat ist voll belegt. Ich auch. Kein Problem. Dann schmeißen wir die Beatmaschine an.
Kennst du die? Nee, aber warte mal ab. Okay, also, wir sind die Beatmaschinen. Okay? Ich mach das jetzt einfach mal vor und ihr macht es einfach nach. Irgendwas war noch. Heyo, 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 heyo. Wir sind die Beatmaschine, wir sind die Beatmaschine. Wir sind die Beatmaschine, wir sind die Beatmaschine. Das Einstein hat kein Strom. Und Erfurt hat einen Dom. Wir brauchen keine Technik. Wir nutzen unseren Geist. Und das ist auch der Grund, warum es das Einstein heißt. Heinz? Ja? Was ist denn hier los? Ja, Kurzschluss. Ja, das sehe ich. Und das Geräusch? Ja, wahrscheinlich eine Party, nicht? Wolltest du nicht ein bisschen aufpassen? Hm? Ja, ich wollte so viel, also... Ah ja, Sicherung. Einstein hat kein Strom. Doch wer braucht den schon? Überschüssige Energie zu sehen. Das merke ich mir für die nächste Aufräumaktion. Ja, und unsere Hausordnung scheint wohl im Bermuda-Dreieck untergegangen zu sein. Ne? Fremde Schüler haben nach 22 Uhr das Internat zu verlassen. Und du musst Heinz sein. Hm? Ich bin Kim. Oh. Ja, komm rein. Pasulke! Ah, Kurt, ja, ob Kim gut angekommen ist. Ja, das kann man wohl sagen. Ich zeige ihr gerade ihr neues Zimmer. Ja, ich rufe dich dann gleich zurück, ja? Ja. Wow. Das ist ja der helle Wahnsinn. So viel Platz. Da kann ich ja glatt eine Party schmeißen. Na, die Begrüßungsparty hatten wir ja wohl gerade, nicht? Danke. Ich hatte ja erst ganz schön Bammel. Aber ich denke, das war eine ganz tolle Zeit hier. Wir sind die Beatmaschinen und so. Welches Instrument passt am besten zu dir? Pauke? Tuba? Tuba, Pauke. Hier! Ist ja heiß. Und Opa hat gesagt, du bist so ein ganz genauer. Ja, in manchen bin ich das auch. Aber dass du cool bist, hat er irgendwie weggelassen. Kim, wir wissen ja nicht, ein paar kleine Gesundheitsregeln müssen schon sein. Morgen. Ah, du bist schon auf. Ich habe deine Waschsachen schon ins Bad gepackt. Rechts oben am Schrank. Was ist das? Ein Gesundheitsfrühstück. Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe. Und wann gibt's das zu essen? Ist gut fürs Gehirn und fürs Immunsystem. Da bekommt man bestimmt auch Hasenzähne von. Ah, Telefon. Pasulke.
Ah, Paulina, was machst denn du schon so früh? Ja, entschuldige natürlich, ja, klein Heinz, die blöde Frage, ja. Ach, danke, gut, gut. Ja, und euch, wie geht's euch? Ah ja, und Martina, wie geht's denn der? Ah, schön, ja. Ja, die ist gestern eingezogen, ja. Oh, ja, ja. Ja, und Grüße an alle, ja? Ja, tschüss. Kim, du weißt genau, gesunde Ernährung ist wichtig für dich. Ich weiß, aber wenn ich richtig mitmischen will, dann brauche ich auch Power. Tatjana, du, war eine tolle Party gestern Abend. Warum warst du eigentlich nicht da? Keine Lust. Ach so. Oh, hallo. Du, geh schon mal vor. Okay. Hallo. Ist ja ganz lieb von dir. Hab ich nicht vergessen. Ja, schon Stunde der Wahrheit gehabt? Du, guck mal hier. Hab einen Bruder, den ich nie sehe. Hab eine Mutter, kälter als Schnee. Das Gedicht ist von Tatjana. Eine Mutter kälter als Schnee, damit meint sie mich. Tatjana ist meine Tochter. Deine Tochter. Du hast mir nie gesagt, dass du eine Tochter hast. Ich habe Tatjana gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Tatjana. Ich wollte gemeinsam mit ihr einen Weg suchen, aber sie verweigert sich. Sie redet nicht mit mir. Tut mir leid, dass du es so erfährst. Aber lass uns in Ruhe reden. Du wirst mich verstehen. Du kommst zu spät. Heute Abend? Ich hol dich ab. Magda, ich helfe dir. Hi, Leute. Hey, hey, hey. Hey, oh, hey, oh. Hey, oh, hey, oh. Wir sind die Beat Machine. Wir sind die Beat Machine. Hey, oh, hey. Oh. Hallo, Kim. Hallo. Deine Rhythmusübung hebst du mal lieber für Musikunterricht auf, ne? Yep. So, ich weiß, ihr habt ihr schon bekannt gemacht, aber nochmal, das hier ist Kim Demme, unsere Neue. An der Schule, an der du warst, gab es da extra Ferien oder warum kommst du jetzt? Sie war auf einer Kur, an der Ostsee. War eine Lungenkur, damit ich lauter mitmischen kann. Kim, such dir doch einfach einen freien Platz. Okay. Hier. Bei mir ist es wie Kino mit Popcorn. Und ich muss die Krümel wegmachen. Wie heißt du? Nino. Nur keine Panik. Hauptsache, du stotterst nicht beim Schreiben, falls ich mal abschreiben will. So, Information an alle. Das sind die Triathlon-Teilnahmebedingungen für die 9. und 10. Klassen. Also, wer will, der, ne? Kim? Ich mach mit. Schön. Es kann nur einen Ironman geben. Oder ein Iron Girl. Tatjana wusste von Anfang an, dass sie ihre Tochter ist. Ich meine, warum haben Sie denn nichts gesagt? Das macht die Situation für alle sehr schwierig. Ich wollte es mit ihr gemeinsam klären, bevor alle... Das ist keine einfache Situation. Für Sie beide. Ja, aber irgendwie müssen wir doch lernen, damit umzugehen. Wissen es denn die Schüler? Ich möchte, dass Tatjana es ihnen sagt. Und? Deine alte Schule? Wie war die so? Kein Vergleich mit hier. Klar. Da war ich auch nicht in deiner Klasse. Es gibt Schlimmeres. Hast du noch mehr so Sachen drauf, wie die Beat Machine? Na klar, ich bin eine wandelnde Wundertüte. Kim. Na komm, du weißt doch. Ja. Erst der linke Arm, dann der rechte Arm. Ist das wegen deiner Lungenkur? Ja, ist aber nicht schlimm. Heinz nimmt das nur super, mega, obergenau. Warum haben Sie sich überhaupt auf dieses Versteckspiel eingelassen?
Ich dachte, Tatjana und ich, wir müssten das erstmal unter uns klären. Ey, Coco, hast du Tatjana gesehen? Die ist im Klassenzimmer. Danke. Tatjana, ich habe mit Herrn Fassad gesprochen. Klar, weil Sie so mutig und ehrlich sind. Und das Lehrerkollegium ist ebenfalls informiert. Ich hätte es viel lieber erst mit dir besprochen, aber es ging nur nicht mehr anders. Sag du es deinen Mitschülern. Du kannst sagen, was du willst, auch wie du darüber denkst. Ich werde mich nicht einmischen. Aber sag es. Ansonsten werde ich es sagen. Ach ja? Da bin ich mal gespannt. Wir haben das Thema Ost-West schon behandelt, also die Situation eines geteilten Landes. 13. August 1961, Mauerbau. November 89, Mauerfall. Ja, aber heute keine Zahlen und Fakten. Eine ganz persönliche Geschichte. Meine Geschichte. Mein Mann und ich waren nach der Wende nach Bayern umgezogen und ich hatte dort einfach keine Chance, als Lehrerin zu arbeiten. Dafür habe ich erfahren, dass der Mensch, den ich geliebt habe, also mein eigener Mann, mich bei der Stasi bespitzelt hat. Ich habe mich scheiden lassen. Ja, und Ihr Sohn? Er war nicht mein leibliches Kind. Mein Ex-Mann hat ihn damals mit in die Ehe gebracht und nach der Scheidung sind die beiden aus Deutschland ausgewandert. Ich war also allein, verlassen, kaputt. Nicht einmal mehr als Lehrerin arbeiten durfte ich. Und dann kam das Angebot, nach Afrika zu gehen. Eine doppelte Chance. Eine interessante Arbeit und endlich weg von all diesen traurigen Problemen. Ein Gesundheitscheck und ich konnte anfangen. Das Ergebnis, ich war schwanger. Von Ihrem Mann, der Sie... Ja, ich musste mich entscheiden. Also für das Kind, gegen den Neuanfang, gegen das Kind. Ja, aber Sie haben das Kind dann nicht wert. Nein, 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 keine Abtreibung. Ich habe es zur Adoption freigegeben. Ich war der Ansicht, dass ich ihm in dieser Situation keine gute Mutter sein konnte. Und? Du kannst aufhören mit deinem Selbstmitleid. Du hast dich einfach verdrückt, dein Kind weggeschmissen, ist im Stich gelassen. Das hast du! Und jetzt kommst du mit diesem schweren Zeiten-Scheiß. Bleib doch nicht so blöd! Das ist die Wahrheit! Ich bin ihre Tochter. Meter. Du schaffst das, du bist die Nummer 1. Ja. Hey Kim, mach flinke Füße, wenn du mit mir im Dreamteam sein willst. Wer sagt, dass ich mit dir in einem Team sein will? Und von wegen Nummer 1. Wenn du das hier siehst, weißt du wenigstens, wo vorne ist. Ne? Abgeblitzt. Ich doch nicht. So Leute, zuhören. Ihr seht die markierte Strecke. Kann ich da ein kleines Ja bekommen? Ja. Ja. Ah, gut. Wer sich außerhalb der Strecke bewegt, wird disqualifiziert. Und nach der Laufzeit jetzt stellen wir die Zweierteams zusammen. Alles klar? Ja. Gut, aufwärmen. Jetzt ist die dicke Luft raus. Habe ich mir auch gleich gedacht, dass zwischen dem was läuft. Mal sehen, wie es weitergeht. Ganz schön dickes Ding.
Ich hätte nicht in der Situation von der Steine sein wollen damals. Aber in der von Tatjana? Dabei ist so ein Kind doch das ganz große Glück. Mit so einem Verrätervater? Ja, und was wollte Tatjana damit bezwecken? Sie wollte die Steine bestrafen. Das kann ich voll verstehen. Ja, aber was ändert sich dadurch? So, auf die Plätze! Halt! Entschuldigung, wir hatten noch ein Problem. Ach, ein Problem. Johannes, ab! In der Kita beim Schleifenbinden gefehlt, oder was? Johannes, lass dir Zeit, nur nicht hudeln. Haben wir's jetzt. Auf die Plätze. Fertig. Kannst du dir helfen? Schlimm. Zeig mal. Nee, nein, nicht anfassen. Dein Finger. Ach, das ist nur ein Kratzer, aber dein Knie. Nein, das ist nicht. Gar nicht. Guckt euch das an. Wettbewerb fürs beste Schlusslicht. Los, Philipp! Lauf, komm! Ey, das ist besser wie Fernsehen. Du hast es! Frau Steiner, wenn Sie reden wollen, jederzeit. Danke. Gerne. Wie geht es dir? Ich habe den ganzen Tag hin und her überlegt. Aber lass mich dir alles erklären. Sag mal, du liebst Kinder über alles. Du bist Lehrerin mit Leib und Seele. Ich kann das nicht verstehen. Was ich getan habe, das kann ich nicht rückgängig machen. Ich kann nur hoffen, dass du dir meine Geschichte anhörst und mich danach verstehst. Ich kann nicht begreifen, wie eine Mutter ihr Kind weggeben kann. Dann ist es vielleicht besser, wenn ich meinen Weg allein weitergehe. Gut verletzt, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Nicht gleich hinlegen, ne? Schön auslaufen. Doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Dann wären wir als Nummer 1 und Nummer 1 wohl das perfekte Dreamteam. Traumteam? Sehr gut, es war schon ganz gut. Aber ich glaube, da ist mehr drin, oder? Was war denn eben? Ich wollte echt nur nach deinem Knie schauen. Ist schon okay, echt. So, ich denke, dann haben wir die Teamaufstellung. Das wären Emma und Philipp, Kim, Hannes. Was soll das denn? Ich denke, Erster und Erster kommen zusammen. Na, es soll spannend bleiben, ja? Und außerdem sollt ihr euch gegenseitig helfen. Drin. Ah, da bist du ja. Wo kommst du denn her? Du bist ja ganz, ganz durchgeschwitzt. Du musst raus in den Sachen. Ich bin drin. Ja, wie wo drin? Im Triathlon-Team. Triathlon? Radeln, Rennen, Schwimmen. Ja, ich weiß, was Triathlon ist. Und du weißt genau, dass es für dich nicht in Frage kommt. Sport ist gesund. Ja, aber kein Hochleistungssport. Gerade du darfst dich nicht überanstrengen. Das Risiko ist viel zu groß. Ist es nicht. Ich pack das. Kim, ich weiß ja, du willst so sein wie alle anderen. Aber deine Krankheit ist nun mal eine Grenze, die kannst du nicht einfach überspringen. Wenn ich meine Medikamente nehme, kann ich sein wie alle anderen. Noch habe ich kein AIDS. Ich bin Kim, ich habe diesen scheiß HIV-Virus. Aber ich bin nicht die Krankheit.